Eine Cremeschnitte, die gelernt hat zu laufen. Ja, du süßes Guten Morgen und willkommen zu einem XXL-Haustier-Vlog mit meinen süßen Fellnasen. Ara, Bub. Auch morgen an dich. Ja, aber machen wir mal auf. So. Und wir haben als Entschuldigung, alle Geschenke schon besorgt. Höchste Zeit, die Füße zu pflegen und hochzulegen. Okay. Ich schaffe das. Nicht. Eine Biolimette Bio-Echinaka-Creme. Fußcreme. Ah, supi. Okay, diese Ausbeute ist schon ganz schön supi. Hero, trinkst du wieder aus dem Wassernapf von Ara? Ja, das tust du. Manche gehen irgendwo raus in den Disco oder so, aber wir haben Discolicht in der Küche. Geil. Ara eingespannt in Nikolausgewand. Und jetzt gehen wir einmal zu meinem Comicladen hier in Lindford. Und dann gehen wir nochmal so ein bisschen schauen und die Runde gehen. Guck doch, Ara, guck doch nicht immer nach draußen, wenn ich gerade von dir rede. Du siehst so süß aus, ne? Machen wir uns mal auf die Socken. Wir beide haben auch Partner. Look passend an. Ja, jetzt sitzen wir in unserem Comicladen. Ich warte jetzt auf die Tickets für die Coscon. Und Ara wartet. Und wir gehen auch noch gleich eine weitere Runde spazieren. Ich bereite gerade noch was zu snacken für die Kaninchen zu. Das sind einmal Löwenzahnkräuter gemischt mit Sonnengemüse. So hieß es auf jeden Fall in der Verpackung, weil ich habe ja hier neu ein bisschen eingelagert. Und die am liebsten begehrten Löwenzahnwurzeln noch als schöner Mix. Und das riecht einfach so geil. Ich würde es, glaube ich, selber fressen. Und ich habe den beiden noch hier eine kleine Maisstange mitgebracht. Denn sind wieder Leute mit mir am Schreiben. Tut mir leid, wenn ich da jetzt nicht antworte, weil die Ninchen haben Hunger. Und die wollen ihr neues Spielzeug sehen. Hallo, Bibis. Na, geht's euch gut? Ich sehe gerade, ihr habt da Otzen gelassen. Und zwar sind das Erdbeerherzen. Und die beiden mögen einfach keine Erdbeeren. Ich habe da total vergessen. Ich habe hier was Freshes für euch. Ihr seht ja, da sind. Huch! Oh nein, ich habe Karl mit dem Mais beworfen. Ich würde sagen, das ist da schon aus. Und das wird jetzt verschlungen, die lieben Mais. Das kommt jetzt hier aber hier oben hin. So, und das, also diesen nur was für Flowbee. Das sind so kleine Leckerchen, bis ihr dich mal ab und zu da rein tue. Oh, Mama, das ist so lecker. Oh, Karl, du bist so weich. Ihr seid so weich. Und keine Angst. Die sind, what? Die sind die Kälte gewöhnt. Wer hat denn hier was gemacht? Oh mein Gott. Habt ihr euch hier gestritten? Was ist denn los? Ihr sollt euch nicht streiten. Habt euch lieb, Babys. Zwei mümmelnde Mümmels. Und diese beiden Mümmels sind sogar ultra süß. Auch wenn sie sich öfters zanken. Na, Wasser habe ich jetzt gewechselt. Und hier sollte ich doch auch vielleicht noch mal ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, ey. Die kleinen Terroristen. So. Hier soll halt dann die Budelkiste stehen und dann auch mit dem Eingang hier raus, damit ich sie auch mal sehen kann und beobachten kann. Was natürlich jetzt im Winter total doof ist, weil das ja nicht gemacht wird. Aber die beiden möchten ja auch ein bisschen Spaß haben. Und ich sehe, euer Heuhaus steht immer noch und hat gute Chancen, doch ein paar Wochen noch zu leben. Ich bin zufrieden. Nicht erschrecken, aber egal. Ich will es doch nur hier hinstellen. Ja, Bibis, schaut mal. Hat die Mama für euch gebaut. Da könnt ihr rein, wenn ihr wollt. Aber da fehlt noch Erde. Die kommt auch noch rein. Ja, ich habe das Holz dennoch drumherum lackiert. Es ist noch schön hell, also mega hell. Das war auch mal hier so hell. Aber das. Was ist los? Aber das wird sich ja noch ändern. Ja, interessant. Du kannst auch schon reinspringen, wenn du willst. Dir will ich das auch zutrauen. Aber noch ein bisschen Respekt. Was ist das? Hä? Können wir das fressen? Warum ist das hier? Ja, und wie kann ich ausbrechen? Ich wusste, dass du das auch Ja, guckst. wie immer, wenn ich die Kaninchen filme. Und es tut mir leid, aber der Nachbarshund ist wieder so am Bellen. Geh mal weg. Ara, ich da. Die muss auch abchecken, was bei den Kaninchen so Neues ist. Bröckchen war schon drin. Aber es fehlt jetzt hier noch die Erde. Sie guckt schon ganz gespannt und die wollen ausbrechen. Und hier,
Ja, ihr müsst ein bisschen jetzt Platz machen, weil Mama muss die Erde jetzt da reinmachen. Und es geht schlecht mit einer Hand. Passt ein ganzer Batzen rein. Sagen wir jetzt reicht, sie schmeißen das doch eh dann raus. Die sollen das ja nicht ganz rausschmeißen. Ja. Röckchen, fühlen die mal da, was die da macht. Komm runter, komm ab runter. Oh, noch Karl ist drin. Ja, er buddelt. Oder? Er schnüffelt? Er schnüffelt? Buddelt er auch? Hä? Ja! Guck mal, wie süß. Hä? Ja, aber jetzt nicht als neues Klo-Hauptding benutzen. Muss jetzt erstmal hier schön gemacht werden. Ah. Das ist immer so toll zu beobachten. Ja? Kann ich auch mal Sand reintun oder anderes Kork oder sowas? Ja, super. Das machst du fein. Feiner Burschel. Feiner Burschel. Ja. Aber da ist wirklich nichts an der Erde, also weder Dünger, sonst noch was. Das ist um. Du siehst schon richtig geil aus. Das dürfte ja auch. Ich muss die Mama zwar mehr putzen, aber egal. Oh, ich freue mich so. Das ist ja so cute. Also, und die Fette, die frisst einfach weiter. Was? Ich? Ich bin nicht fett. Ich habe nur Winterkilos. Das ist was ganz anderes. Na? Hast du Spaß? Boah, deine Pfoten sehen so schlimm aus. Du vielleicht auch? Hier? Nicht? Nein? Gucken immer. Vielleicht da? Nee, da ist schlecht. Ja. Muss trinken. Möchtest du noch mal rein? Ja, nein, vielleicht. Wählen Sie Ihre Antwort. Knabbern war auch eine Alternative, die ich jetzt gerade angenommen habe. Okay, ich guck. Ja. Schmeckt wohl sehr geil. Gut, dass ich halt nicht ganz komplett geschliffen habe, weil das bringt bei denen nichts, weil die fressen halt eh auf. Ist doch egal. Und dann waren mal Regalbretter. Und da kann man sich ganz leicht was bauen. Ne, Karl? Hey! Kollege vom Dach. Jetzt schnalle ich die Aare an, weil wir nämlich noch spazieren gehen, ne? Gehen wir noch raus? Oder zumindest gebe ich die Post. Du guckst immer so gequält mit deinen Äuglein. Immer so, oh. Hilfe! Ich muss mal gucken, was ich da anziehe. Da ist die Post und die Pakete. Hier haben wir einen Hund. Sie ist bei mir an der Hüfte dran gemacht. Weil wenn ich jetzt schnell laufe, kann sie Schritt halten und... Immer diese Leute, die mir schreiben. Und das muss ich einmal zum Paketshop bringen und das einmal einwerfen bei der Post. Das ist nur ein Kilometer, 800 Meter entfernt. Deswegen laufe ich da schnell hin, bevor es ganz dunkel wird. Weil guck mal, oh, Dunkelheit. Hund anwesend, eine Leine bei mir. Und hier auch die ganzen Pakete einmal in der Hand. Und jetzt laufe ich schön noch bis zur Post. Aber man kann dabei immer schön gucken, die Lichter an der Fenster und alles. Das finde ich dann immer schön und Ara läuft wie gewohnt bei Fuß. Pakete sind ausgeliefert, gerade noch hier beim Shop abgegeben. Und die werden auch noch vor Weihnachten ankommen. Da werden sich die Leute mit den Hausschuhen sehr freuen. Und jetzt geht es wieder schön zurück nach Hause. Aber ich muss den auch noch in den Briefkasten schmeißen. Übrigens, ich finde es schrecklich, wenn Leute, das ist hier eine 30er-Zone, ja, und hier ist ein Kindergarten und hier spielen auch Kinder oftmals, selbst wenn bei Ara hier, nicht auf der Straße, und die fahren hier teils mit 80 Karotto durch die Straße durch. Und ich, wenn ich mit Ara hier Fahrrad fahre, mein Fahrrad ist ja gerade ein bisschen Schrott, das ist so ein blöder Mist und ich kriege immer die Krise bei sowas. Deswegen, in solchen Straßen habe ich dafür, ich habe generell kein Verständnis für so schnelle Raser. Aber gut, ich fahre ja gemächlich und langsam. Pedro ist ein Genießer. Gerade war weggefahren.
Tschüpp, 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 ich habe süße Pfötchen. Schwupp, schwupp, schwupp. Ich bin so niedlich und flauschig. Ihr auch Naturhaare? Denn ihr müsst die nicht locken. Ihr habt sie automatisch immer. Und es ist so schwer, die wegzukriegen. Also, die sind jetzt ein bisschen luftgetrocknet. Und ich werde sie noch was anfüllen, weil ich habe immer Angst, dass ich leicht krank werde. Aber ich habe mir richtig geiles Snacken gemacht. Boah, ist das fett. Es gibt Gurke und eine Kartoffel. Also eine gekochte Kartoffel, weil so viel wollte ich jetzt noch nicht essen. Und ich habe mir noch eine gemacht mit Mayo für die Fettzufuhr nochmal zu essen. Nur mal gesund. Aber ja, das solltet ihr eigentlich nicht dabei trinken. Aber ich möchte ja heute auch Monster filmen. Monster? Ich möchte heute in dem Vlog auch Flowbee filmen. Jetzt habe ich mich voll mit Monster vertan. Der muss auch noch auf meine Hamsterwand hier übrigens kommen. Aber da habe ich mich jetzt total vertan. Ich bin jetzt selber hier noch bei meinem Kuddelmuddel-PC am Machen. Ein paar Nachrichten von euch beantworten auf das neue Video von dem neuen Vlog. Und dann lecker Mumphy. Und dann noch wahrscheinlich ein bisschen Föhn. Und dann geht auch direkt weiter mit ein bisschen Basteln. Taram taram, Miyuki ist am Malen, am Zeichnen. Ich zeichne auf meinem Laptop. Ich habe ja zwei, also mein Laptop einmal zum Arbeiten hier, dann daneben mein Arbeitscomputer und hier drauf zeichne ich gerade für einen Zuschauer für Weihnachten etwas. Und ich weiß, viele schreiben mich immer von euch an. Das war jetzt schon seit 2 Monaten oder 3 Monaten oder so, hänge ich dem hinterher und es tut mir leid, aber diesen Gefallen hier tue ich gerade. Das sind insgesamt 4 Hamsterchen, die ich hier zeichne und naja, es ist noch nicht fertig, die Farben, das ist einfach nur eine schnelle Skizze, ein Scribble, was man ganz schnell macht, weil man muss halt gucken, wie das dann hier auch dann aussieht. Und ja, es ist einfach mega cute. Zu den Fragen, was für Programme ich benutze für meine Arbeit, das ist einmal Photoshop, das ist ein Computerprogramm, das kann man aber auch fürs Tablet benutzen, also so ein Zeichenprogramm und ich arbeite mit verschiedenen Ebenen, gerade mache ich halt diese Reinzeichnung und dazu benutze ich dann noch ein Tool, also ein Werkzeug, das nennt sich Lazy Netsumi Pro, weil damit macht man die Striche, die man halt mit seinem Grafiktablett zeichnet. Wo bin ich denn jetzt mal hier? Hier, ich mache jetzt mal schnell, keine Ahnung, hier einen niedlichen, fetten Hund. So. Das ist jetzt zum Beispiel was man so schnell zeichnet und dann kann man aber mit dieser Funktion, hier ist zum Beispiel Massive, wenn ich das jetzt ausschalten würde und ich würde damit zeichnen, habe ich halt ein bisschen Probleme, das gerade zu machen. Also man hat hier verschiedene Einstellungen, dann kann man machen, zum Beispiel Pull String ist, wenn ihr was gerade zeichnen wollt und ihr seht, dann könnt ihr schöne Kurven hinkriegen. Und das Ding ist, worüber ich mich richtig aufrege, ist, dass man dieses Ding eigentlich nur einmal hätte bezahlen müssen. Aber jetzt haben die das irgendwie gemacht, dass man Lazy Netsumi jetzt jedes Jahr bezahlen muss. Also man muss ein Abo bezahlen. Oh, was ich so doof... Also ich habe selber Photoshop im Abo, also ich bezahle da auch jedes Jahr über 100 Tacken für. Aber das ist so... Oh, man muss für jedes zahlen. Kann man nicht einmal ein Programm kaufen und man hat es dann, anstatt es dann auch wie viele es machen, auf illegalen Wege zu kriegen oder so? Was ich niemandem empfehlen würde, weil ich mache das nicht. Ich bezahle meine Programme. Und das ist jetzt kein... Manchmal frage ich mich, warum gebe ich so viel Geld für die Dinge aus? Aber die sind halt gut. Und ich habe wirklich schon mit vielen anderen Zeichenprogrammen gearbeitet und bin mit Photoshop einfach zufrieden. Ist auch Marktführer. Aber trotzdem komme ich damit am besten klar. Jetzt bin ich gerade hier bei diesen Pummelchen. Das andere Bein am Malen zeichnen. Ich muss hier gerade gucken. Ich sollte das vielleicht auch anmachen. Und hier zum Beispiel bei dem Rücken. Hier ist er so durch. Und dann mache ich den ein bisschen fetter. Ja. Ja, weil hier ist er dann auch sein Schweif. Ja. Und dann nehme ich hier mein Radiergummi und mache das da, was ich drüber gemalt habe, weg. So, sieht es dann aus. Fertig, oder wenn es weitergeht, zeige ich euch natürlich dann auch. Tada! Farbe! Leider nicht so gut sichtbar, denn die Displayfarben sind immer ein bisschen anders. Aber es ist bunt und unscharf. Oh, wunderschön.
Ich habe mir noch was zu snacken geholt und das haben wir gratis gekriegt als kleines Dankeschön-Geschenk. Weil wir mussten noch für den Pedro einmal eine Pipette wegen Zecken und Flöhe. Der kriegt immer so eine 3-Monats-Pipette, weil da geht ja immer noch raus. Und für die Ara haben wir so Beruhigungstabletten, Stable, keine Ahnung was, geholt, die jetzt ihr mal über Silvester helfen sollen. Und dazu kommt aber noch ein Video. Da habe ich jetzt hier diese Merry Christmas, Happy New Year, Danke von unserer Tierpraxis, Tierarztpraxis, Kleintierpraxis, Wärts. Ich habe schon mal gegoogelt und gefragt, ist sie in Holland? Wohnst du in Holland? Ich wohne wenige Minuten von der holländischen Grenze. Und unser Tierarzt, den ich auch nur empfehlen kann, der ist, der ist Holländer, aber das sind auch Deutsche und so weiter. Also, aber trotzdem, ich bin nicht Holländer und Wunder, sondern ich bin genau an der Grenze. Ich gehe auch öfter nach Holland, aber wahrscheinlich meistens zum Einkaufen und dann zum Spazieren gehen, weil da ist auch toll mit dem Hund. Muss ich dann auch mal vloggen, aber ja, die gönne ich mir jetzt 2 Stück, weil die sehen echt gut aus. Zack, wunderschön. Da kommt jetzt mal ein bisschen Räuber. Gut, dass ich hier eine Arbeitsplatte habe, weil sonst sieht das immer toll aus. Stopfen, stopfen, stopfen. Ich so die fette Banane. Hier. Okay, und die mache ich klein. Und die kommt dann hier so rein. So. So. Das ist ein bisschen einfacher, damit er komplett macht. So Knobelspiele. Ja. Das ist auch noch. Tada, eine Spielrolle. Das ist doch wunderbärchen. Also dann werde ich halt einfach hier zack, vorne. Dann kann ich das auch noch filmen, wenn er wach sein sollte. Hoffe ich mal einfach. Warten die ganzen Hamsterchen. Und das mache ich jetzt nicht an, weil das flackert. Aber ich finde den so schön. Den haben wir mal damals von einem Tannenhof geholt. Der ist nämlich auch handgemacht. Sehr toll. Und ah, ich mag solche Sachen. Flobi, werde bitte wach. Ja, mit 12:30. Und so langsam könnte Flobi mal rauskommen. Der ist nämlich nicht wach. Hallöchen, Flobi. Da sind sie auch schon. Ich bin ganz gespannt, was du zu deiner Banane sagst, die ich dir jetzt geben werde. Aber ich muss erstmal hier das Ungetüm öffnen und die Sachen hier wegmachen. Beweg dich nicht, ich habe so lange auf dich gewartet. So, so, hoch, so, so. Und so, und du trinkst jetzt, das passt gut. Hallo, wie kleiner Furz, sie sind so süß wie eine Cremeschnitte, die gelernt hat zu laufen. Ja, du süßes Kartoffelkind. Ich krieg bei dem immer voll Mama-Intus. Guck mal, noch eine kleine Banane. Nimm mal. Hallo. Nimm diese Banane. Hier. Ja. Oh, seine kleinen Finger. Ah. Oh. Und jetzt geht er wieder weg. Die wollen immer doch nur alle das eine. Ich könnte die ganze Zeit mit dir sprechen, weil du so süß bist. Er hat das jetzt kaputt gemacht. Also diese Aufnahme ist jetzt an einem anderen Tag in der Nacht, weil ich ihn sonst nicht zu Gesicht bekommen habe. Ein Pupsel. Cremeschnittchen. Hi. Na? Du kriegst bald dein erstes Weihnachtsgeschenk, wenn es soweit ist. Ich bin mal gespannt, ob du das frisst. Weil ich habe es ja noch nie ausprobiert bei dir. Und du bist einfach nur süß. Und ja, du bist groß geworden. Was machst du da? Flobi? Was machst du da? Flobi? Flumi? Flaposi? Flamingo? Floria? Es geht alles. Du kannst da nicht durch, dann ist dir irgendwie schon klar, ne? Ja, du Ömmes, das geht nicht. Hallo, guck mal in die Kamera. Nee, der Po muss immer gezeigt werden, ist viel besser. Kommt der vielleicht da? Ups, oder so? Oder vielleicht ist er einfach nur da hinten und beobachtet mich? Hä? Ist ja Flobi von Flobimsi. Wollen sie uns vielleicht die Ehre erweisen und in ihrem schönen Laufrad radeln? Nee, wollen sie nicht.
Okay, sie sind aber einfach nur cute und sie kriegen auch wieder eine Banane. Nochmal. Ich bin nämlich noch kleine Stücke. Ja. Banana. 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 Vorsichtig. Hast du, Patschehändchen? Hast du. Ich habe hier auch noch eins. Siehst du? Ja, muss erstmal das Hamster. So, gib mir her. Du bist so ein verwöhntes Einzelkind noch, ne? Ich habe seinen Bauch angepasst. Oh, er ist so weich. Oh, er ist so weich. Und jetzt hat er wieder keinen Bock, weil er was zu fressen hat, ne? Sagen wir wieder Tschüss. Okay, wir sehen uns später. Also, dass du dreimal nacheinander rauskommst, ist schon krass, ne? Also, muss ich ja mal sagen. Jetzt kriegst du auch mal so ein bisschen auf der Hand gefüttert. Geh nicht so schnell. Geh nicht so schnell. Die Mama beeilt sich extra. Guck mal, mein Baby, was ich hier hab. Hier ist meine Hand und sie macht dich satt. Hallo. Nee. Hey. Hey. Guck mal, was da drauf ist. Oh, das ist schön. Seht ihr? Ja, das ist echt so schön und süß. Und der Hamster, der frisst halt jetzt überhaupt nicht. Der staubsaugt das alles ein. Für später halt. Und er leckt mich dabei ab, das ist so süß. Hört ihr das? Haben Sie noch? So. Oh Gott, okay, warte, Ruby. Warte, warte, du sollst nicht darüber. Moment. So. Masupenia, babaditidabo. Ich mach das halt gerne mit ihm. Da kannst du jetzt nicht. Das ist immer so tricky mit einer Hand. Moment. Ja, hallo. Was wollen sie jetzt tun? Ich balanciere immer mit dir so auf den Grat der Messerschneide. Ja. Aber er will raus. Er will die weite Welt sehen. Er will wahrscheinlich Mädels treffen und abchecken, weil er jetzt einfach ein Bad Boy geworden ist. Er ist kein Baby mehr. Er ist bereit für die Frauen da draußen, wenn es sie gibt. Ne? Ja, aber du wirst ihn dann neben einer Frau sehen. Glaube ich, zumindestens. Ich dachte, er fällt jetzt da runter. Also eingeschnappt, jetzt geht er wieder runter. Ah, da haben wir doch den Salat.